Herzlich willkommen zu unserer zweiten Passionsandacht. Wir wollen uns heute wieder auf den Weg begeben, auf diesen letzten Weg, den Jesus in der Karwoche gegangen ist. Wir wollen ihm nachdenken, wir wollen beten, wir wollen singen und auch in uns hineinhören, was hat dieser Weg uns eigentlich zu sagen. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an, lassen das YouTube-Video laufen und hören dabei ganz genau hin. Was hat Gott mir heute zu sagen? Was lässt mich nicht mehr los? Bevor es Ostern wird, haben wir einen Weg zu gehen. Und so sind wir hier zusammen, im Namen Gottes, des Vaters, im Namen von Jesus, im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen heute wieder Psalm 22 beten. Es ist der Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Und wir wollen all unsere Gedanken und all das, was uns bewegt, in die Worte von Psalm 22 hineinlegen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Jesus, wir erinnern uns an dein Leiden und an dein Sterben. Es fällt uns schwer zu begreifen, dass unsere Sünde dich so weit gebracht hat. Wir denken nicht gern daran, wie verschlossen wir auch vor dir sind. Daran, wie sehr andere Menschen auch durch uns leiden. Hilf uns beim Nachdenken und Mitgehen deines Kreuzweges, unsere Abgründigkeit zu erkennen.
Und dann zeig uns aber auch, wie viel weiter deine Barmherzigkeit reicht. Richte uns auf durch deine Güte, denn das brauchen wir. Das braucht unsere Welt in diesen Zeiten so sehr. Amen. Als Jesus noch ein Baby war, hatte der alte, weise Mann Simeon in dem kleinen Kind bereits den Retter der Welt erkannt. Ob sich Maria noch an seine Worte erinnerte, als sie auf dem Weg nach Golgatha ist? Ich lese Lukas 2, 34 bis 35. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria: Sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Maria und Jesus. Die beiden hatten eigentlich ganz einfaches Mutter-Sohn-Verhältnis. Jesus war immer wieder schroff zu ihr. Er wies sie ab. Er habe eine ganz neue Familie und man solle ihn auf seinem Weg bloß nicht aufhalten. Frau, was geht's dich an, was ich tue, hat er sie mal angebölkt. Es ist fast so, als ob sich da etwas Trennendes zwischen die beiden geschoben hätte. Vielleicht war die besorgte Mutter nicht einverstanden mit dem radikalen Leben, das Jesus gewählt hat. Wer kann es ihr verdenken? Und Jesus auf der anderen Seite, für ihn war sein Weg von Gott vorherbestimmt. Er musste sich von seiner Familie lossagen, um diesen Weg auch in letzter Konsequenz gehen zu können. Es ist eine tragische Familiengeschichte, in der Mutter und Sohn sich entfremdet haben. Auf unserem Bild trifft der leidende Jesus mitten auf seinem Weg zum Kreuz seine Mutter. Auch wenn in der Bibel nicht von einer solchen Begegnung geschrieben wird, ist es doch gut vorstellbar, dass Maria den Kreuzweg ihres Sohnes mitverfolgt und dass sie tatsächlich aufeinander getroffen sind. Nimmt man die Worte des alten Simeon ernst, dann wird durch Marias Seele ein Schwert dringen. Diese Prophezeiung scheint sich nun zu erfüllen. Die Mutter, die ja den kleinen Jesus erlebt hat, wie er aufgewachsen ist, muss nun mit ansehen, wie er gefoltert wird und wie er sich auf dem Weg des Todes begibt. Mitten durch unser Bild geht der Balken des Kreuzes. Er trennt Mutter und Sohn voneinander, so wie sie in den letzten Jahren wohl auch oft getrennt voneinander waren. Und doch ist dieser Balken auf unserem Bild auch eine Verbindung zwischen ihnen. Es scheint, als ob sie hier wieder zueinander finden. Mitten auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, wo viele Schaulustige dem öffentlichen Spektakel beiwohnen und Gaffen und Hohn und Spott um sich greifen, da haben die beiden einen Moment für sich. Einen intimen Augenblick zwischen Mutter und Sohn. Es ist, als wäre der Kreuzweg Jesu für einen Moment unterbrochen. Für einen Moment keine öffentliche Zurschaustellung. Für einen Moment etwas Hoffnung, etwas Geborgenheit mitten in der Grausamkeit. Maria ist auf dem Bild nicht wie sonst üblich in ein himmlisches Blau gehüllt, sondern in ein sattes, tiefes Grün. Das ist bewusst so gewählt. Auf der anderen Seite ist das rote Gewand Jesu. Rot steht für die Farbe des Blutes, aber auch für die Farbe der Liebe. So stehen sich Liebe und Hoffnung gegenüber und werden durch das Kreuz verbunden. Was zwischen Mutter und Sohn gesagt wird, das muss ein Geheimnis bleiben. Wir können nur vermuten, dass Marias Schmerz ins Unendliche geht. Sie muss Abschied nehmen von ihrem geliebten Sohn und muss ihn alleine lassen. Das, was wir dagegen auf unserem Bild sehen können, ist eine kleine Geste. Zwei Hände, die sich berühren. Mehr braucht es in diesem Augenblick auch nicht, als einfach nur da zu sein, um ja, mit ihm einen Augenblick auszuhalten. Maria, sie kann Jesus das Kreuz nicht abnehmen, aber sie kann Anteil nehmen an dem Schmerz und an seinem Leid.
Und so ist es ja bis heute auch in unserer Welt, an ganz vielen Stellen, an ganz vielen Orten. Da wird Leiden geteilt, Trost gespendet, da setzen sich Menschen für andere ein, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Leiden wird miteinander einfach ausgehalten. Oft findet es auch hinter dem Kreuz im Verborgenen statt. Ohne große Aufmerksamkeit, ohne großes Aufsehen und ohne großes Ansehen. Klar, in diesen Tagen klatschen wir oft für viele dieser Marias am Balkon. Aber reicht das auf Dauer aus? Wie sähe die Welt nur ohne sie aus, ohne die vielen Marias, die diesen Dienst tun, ohne dass es einer sieht, ohne dass es einer merkt? Manchmal tun sie diesen Dienst auch nur mit einer ganz kleinen Geste. Was sagt Jesus wohl zu seiner Mutter in dieser Situation am Kreuz? Hat er ein tröstendes Wort? Oder ist es einfach eine stumme Verbundenheit? Das Wissen darum, wir sind füreinander da. Im Herzen fest verbunden. Ich wünsche mir für die Momente, in denen es mir die Sprache verschlägt, auch das Wissen um solch eine Verbundenheit. Mit Menschen, die mir nahestehen. Auch mit Jesus, ohne viele Worte. Jesus, er geht seinen Weg weiter. Unbeirrt hinauf nach Golgatha. Gehen wir heute und in den nächsten Tagen weiter mit ihm. Ich lade euch und sie ein, mit mir zu beten. Ich gebe einen kleinen Gebetsimpuls vor und ihr könnt in der Stille folgen. Gott, ich komme zu dir. Höre das, was mein Herz bewegt. Gott, du gehst durch das Leid hindurch und du weißt auch um mein Leiden, um das Leid unserer Welt. Höre, was mir schwer zu schaffen macht. Gott, ich halte an dir und an der Hoffnung fest. Höre meinen Dank, meine Hoffnung und mein Lob.
Gott, das brauche ich von dir. Amen. So geht weiter in diese Karwoche, in all diese Wege, die vor euch liegen, mit Gottes Segen. Der Herr, er möge dich segnen. Er gehe alle Wege mit. Er sei dir nahe, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Und so segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Aus des Vaters Gefahr.